Willkommen zurück, liebe Freunde, zu einer neuen Folge Super Mario Maker 2 One Subscriber Level per Day. Code 2 von Michi2308. Zahlencode, Geräuschecode, Gegnercode plus Quiz-Rechenaufgaben. Eine Abschlussrate von 16,92%, 11 erfolgreiche von 65 Versuchen gab es. 18 Leute haben es gespielt, 2 Herzen hat es bekommen. Wieso, weshalb, warum, finden wir jetzt heraus. So. 2. 8. 3. 1. 9. 4. 2. 8. 3. 1. 9. 4. Muss ich mir mal notieren. Macht niemand anders. 2. 8. 3. 1. 9. 4. Was auch immer das zu bedeuten hat. Zwei. Was passiert bei 1? Ah, ein Gegner nur. Okay. 2. 8. 3. 1. 9. 4. Gut, hätte ich mir nicht notieren müssen, dann. Ich dachte, das wäre jetzt für den späteren Verlauf wichtig. Oh mein Gott. Das ist dann schon schwerer. Okay. Also nochmal von vorne. Wir haben Schwein. Mhm. Okay. Okay, man kann aber nicht sterben. Schwein. Ne, hat man nicht. Also war's das. Dann würde ich sagen, war's das. Nein. 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 Ist das letzte? Nein. Okay, noch sind wir safe. Oh, das ist jetzt blöd. Nein. Nein. Ja. Ah, okay. 1, 2, 3. 3 Goombas, ein Bum-Bum. Ah, verdammt. Okay, ich wusste jetzt nicht genau, auf was du hinaus möchtest. Was erwartet mich hier? Ich probiere es jetzt einfach mal. Okay. Ich glaube, es war ein springender Goomba. Dann ist es der. Was haben wir hier? Oh Mann, hier komme ich ja zurück. Was gibt's hier an Items? Hui, ich bin durch. Na super, damit man das nochmal sieht. Ketten und ein Paracoupa. Nein. Nein. Komm.
Ne, zwei waren es definitiv nicht. Ich nehme den. Ernsthaft? Eins, eins. Ein paar Gumba und ein paar Koopa. Ein paar Gumba und ein paar Koopa. Auch nicht? Aber das ist doch ein paar Gumba und ein paar Koopa. Also ein Koopa zu viel. Da fehlt der Knochen trocken. Der sollte ohne Flügel sein. Nein! Verdammt! Ich hätte es auch sehen können. Nee, da sind aber zwei drin. Ist halt, weil die eine andere Sortierung haben. Zehn plus zehn sind keine 20. Plus 50. Hä? Was willst du mir damit sagen? Sind keine 20. Plus 50. 10. Aus deiner Theorie her würde ich jetzt sagen 50, weil es keine 20 sind. Das ist doch voll für den Hintern. Das erklär mal dem Mathematiker. Wieso 11? Das letzte Rätsel habe ich gar nicht verstanden. Wirklich gar nicht. 10 plus 10 sind keine 20. Plus 50 gleich 11? Nee, ich komme nicht drauf, was du willst. Ich komme wirklich nicht drauf, was du willst. Die letzte Aufgabe ist voll für den Hintern. Also da würde man dir wirklich teilweise dann ein Buch reindrücken. Das letzte verstehe ich gar nicht. Kannst du mir mal gerne in die Kommentare schreiben, was du damit meintest. Vielleicht ist es auch etwas Höheres. Und selbst wenn, mach es lieber auf Englisch. Wie gesagt, von den Deutschen könnte es funktionieren, dass sie es verstehen. Auf den englischen Basis... Oder auf der englischen Basis kriegst du definitiv ein Buh, weil sie einfach nicht wissen, was damit gemeint ist. Nun gut, ich bedanke mich ganz herzlich, sage bis zum nächsten Mal und ich bin euer Tuchot rein. Tschüss.